wir haben eine normale Wassertemperatur von 108 Grad. Das wollen wir jetzt ändern. Nein. Nachdem jetzt schon das vierte Kennfeldthermostat kaputt ist, haben wir uns dazu entschlossen, ein mechanisches Thermostat einzubauen. Dazu nehmen wir gleich eins, das schon bei 85 Grad öffnet. Das Kennfeldthermostat öffnet erst bei 105 Grad. Dieses hier hätte uns beinahe einen Motorbrand verursacht. Und die anderen gaben dauernd Fehler im Fehlerspeicher. Weil dieses hier nicht in das Auto passt, bauen wir das hier. Hier rein. Wie entfernen wir nun das Thermostat aus dem Gehäuse? Wie ihr seht, drückt diese große Feder den Quersteg nach oben. Der Quersteg ist wiederum seitlich aufgebogen und rastet in diese beiden Aluminiumsteher ein. Also müssen wir diesen Quersteg nach unten drücken und drehen. Merkt euch, dieses Entlüftungsloch muss später an ihre selbe Stelle wieder zurück. Hier seht ihr nochmal das 105 Grad Zeichen. Das war der erste Streich. Jetzt holen wir das neue Thermostat. Das ist das neue Thermostat ohne Elektronik.
Wir haben eins mit 85 Grad genommen. Es gibt aber auch eins mit 95 Grad Öffnung. Dieses Thermostat ist von einem 850i mit Länderausstattung Golfregion. Jetzt bauen wir das neue 85 Grad Thermostat in das alte Gehäuse ein. Denkt an dieses Entlüftungsventil und an die Markierung. Da ist die Markierung, das Grüne. Wenn dieses Thermostat jetzt jemand ansteckt, gibt es einen Kurzschluss, Peng aus. Um das zu vermeiden, entfernen wir die Kontakte. Das alte Thermostatgehäuse bekommt jetzt noch eine neue Dichtung. Das ist die Teilnummer von dem Kenfeld-Thermostat. Das sind die Teilnummern vom mechanischen Thermostat und von dem Dichtring. Hier gehört das Thermostat rein. Zuerst müssen wir die Abdeckkappe des Motors abheben. Ihr wisst ja, dazu muss man die vier Knöpfe drücken. Das Thermostat befindet sich hier. Also müssen wir jetzt diesen Ansaugkanal abschrauben. Und das geht durch diese beiden Schellen. Dazu muss zuerst mal diese Leitung ab. Dazu drückt man dieses Plastikteil herunter und zieht den Schlauch ab. Warte. Hier ist noch ein kleiner Schlauch, den hatten wir übersehen. Und Vorsicht, dass nichts abbricht. So, jetzt sieht man das Thermostat schon wesentlich besser.
Damit nichts in die Drosselklappe kommt, legen wir noch einen Lumpen drauf. Jetzt ziehen wir schon mal den Stecker ab. Wir lassen jetzt gleich das Kühlwasser raus und dazu schieben wir eine leere, saubere Auffangwanne unter das Auto. Wie bei einer Operation brauchen wir unsere Gefäßklemmen. Dann lassen wir ein bisschen Druck ab. Und versuchen, die vier Schrauben zu öffnen. Drei sind hier schön ersichtlich. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Vier. Dieser hier sieht man nicht. Jetzt machen wir die Schlauchsicherung auf. Und jetzt versuchen wir, den Schlauch vorsichtig zu lösen. Eigentlich ist Kinderarbeit ja verboten, aber mir macht's Spaß. Wenn alle Schrauben gelöst sind, kann man das Thermostat herausnehmen. Und jetzt läuft uns eine Menge Kühlwasser entgegen. Okay. Damit die Dichtung nicht so anklebt, tun wir einen Tropfen Kühlwasserflüssigkeit drauf. Diese Dichtfläche hier noch etwas reinigen. Nun bauen wir unseren umgebauten mechanischen Thermostat ein. Jetzt schrauben wir alle vier Schrauben wieder dran.
Die Schrauben sind fest und der Schlauch ist drauf. Das ist die Leitung, die vom Thermostat zum Steuergerät geht. Hier stecken wir jetzt einen Blindstöpsel drauf und beim Thermostat auch.